Tag. Du bist Plasmatoxic. Was ist Plasmatoxic? Ich bin Plasmatoxic, Belinda. Hallo. Warum Plasma und warum Toxic? Plasma von dem Blutbestandteil und Toxic die Giftigkeit. Eine Giftigkeit. Und du hast mir was mitgebracht, ein schönes Geschenk. Du weißt ja, dass ich alte Bücher habe. Die fandst du auch direkt gut, als du die hier gesehen hast. Und nicht nur wir beide lieben alte Bücher, sondern auch deine Freunde. Das sind die Bücherskorpione. Was können die? Was machen die? Was wollen die? Die Bücherskorpione sind gerne in unseren Wohnungen, wenn wir sie nicht allzu steril haben, und ernähren sich von Hausstaubmilben, von Käferlarven, von kleinen Käfern, alles was so ganz klein ist und kreucht und fleucht. Ich habe die immer für, ich dachte, die gibt es überhaupt nicht mehr. Ich dachte, die wären so aus dem 19. Jahrhundert das letzte Mal gesehen worden, aber weit gefehlt. Wo züchtet ihr die? Oder wo Nein, also ich lehne Zucht komplett ab. Also die leben bei mir frei in den Räumen, die vermehren sich frei in den Räumen. Und wer welche haben möchte, ich denke, dass viele Wohnungen noch Bücherskorpione haben, aber die werden halt einfach weggesaugt. Ja? So. Und bei mir gibt es keinen Staubsauger mehr, bei mir wird gefegt, weil ich einfach ihnen einen Lebensraum bieten möchte, und ich habe einige von ihnen. Deshalb habe ich die auch mitgebracht. Sehr, sehr weil, geil. Wenn ich mir die Dankeschön. Bibliothek hier anschaue, die werden sich hier super, super wohlfühlen und diesen. Bücher stauben öfter ein, und besonders hinter den Büchern, oder es gibt ja auch ganz kleine Ritzen unter den Buchregalen und so, und da leben die Bücherskorpione. Die tun einem nichts, im Gegenteil, ne? Die sind freundliche Mitbewohner. Das sind ganz, ganz arg herzige, freundliche Mitbewohner, und wenn man sie beobachtet, also sie sind absolut herzallerliebst, und die tun gar nichts. Tun gar nichts, ja, die sehen zwar aus wie Skorpione, deswegen heißen die ja so. Aber fressen. Sind aber nicht giftig. Sind nicht giftig und fressen, ja doch, außer man ist eine Hausstaubmilbe. Aber giftig auch nicht, da wird man nur aufgefressen. Ja, also sie fressen nicht nur Hausstaubmilben. Ich habe sie auch schon entdeckt an Mottenlarven, habe ich sie schon gefunden. Ich finde sie überall in meiner Wohnung. Ich finde sie in den Schränken, im Küchenschrank, im Bett, unterm Bett. Also sie sind überall. Also hier ist der Gatte. Was sagst du dazu? Wir leben wunderbar mit denen in Symbiose. Ja, also es ist eine Symbiose sozusagen. Ja, stimmt, vielleicht fressen sie auch Hautschuppen, die runterfallen, werden wieder von manchen Tieren gefressen, und die fressen dann wieder die Bücherskorpione und so. Ist das ein Kreislauf? Warum bist du so ein Mensch, der so den Kreislauf des Lebens versteht? Die meisten möchten das ja nicht. Die möchten ja putzen und Ordnung. Und warum? Wo ist dieser Same des Natürlichen in dich gepflanzt worden? Hast du das schon immer gehabt, oder? Ja, also ich beschäftige mich mit Spinnen und Insekten, vor allen Dingen mit Spinnen, dass ich schon ein kleiner Stöckes bin. Und den Bücherskorpionen habe ich seit ungefähr 15 Jahren vor 15 Jahren das erste Mal entdeckt und wusste gar nicht, was das ist. Ja, und inzwischen ist es ein fester Bestandteil von mir, von den Wohnräumen, und das werden sie auch bleiben. Und wir machen die Dose jetzt mal lieber nicht auf, sonst flitzen sie direkt weg, und dann können wir sie nicht da mehr... Da sind einige drin, also wir können es... Wir können es mal riskieren, da ist einer. Kann man den sehen? Hallo! Der hat schon seine... Ja, muss man halt aufpassen, da sind einige drin, die, erlegen sich auch selber, also sie gehen sich eigentlich aus dem Weg, aber sie erlegen sich auch selber. Wir gucken uns das nachher mal in der Vergrößerung an. So, also vielen herzlichen Dank, es hat viele Jahre gedauert, irgendwann habe ich das mal in einem Interview erzählt, dass ich Bücherskorpione gut finde, und ihr seht, die guten Dinge, die kleinen Dinge, die sind wie kleine Pflanzen. Manchmal sind die nur ganz klein und dann irgendwann wachsen die, und jetzt paf, sind hier ganz viele Bücher und ganz viele Bücherskorpione und ganz viele fantastische Menschen, die sich darum kümmern. So, und wenn ihr Details erfahren wollt, wir machen jetzt auch noch ein Video, da müsst ihr auf deine Webseite gehen. Genau, Da gibt es was über Spinnen und Insekten zu lesen und zu hören und zu sehen. Facebook.com, Spinnen und Insekten, kann man sich super leicht merken, oder? Genau. Also ohne Bindestriche, ohne Punkte. Facebook.com, Spinnen und Insekten. Da können wir mal gucken, und dann, das ist Überraschung. Verraten wir noch nicht, was wir da machen. Tschö. Tschüss.